Hä, hey, was machst du? Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Calvin. Und heute gibt's die Alkoholbrillen-Challenge Teil 2. Yes, heute machen wir. Ja, hier ist die Alkoholbrille für alle, die es noch nicht kennen. Man sieht dadurch sehr verschwommen. Kannst du mal einen Test machen? Alles verschwommen. Also, so sieht das nicht mal aus. So sieht man jetzt klar durch. Eigentlich ist es noch krasser, wenn man die anhat, wenn man das auf beiden Augen dann so sieht. Also, hier ist Calvin, der auf dem Auge so, auf dem Auge so. Ist dann alles verschwommen. Genau. Also, als würde man. Ja, im Rausch sein. 1,6 Promille haben, ne? 1,6 Promille? Ja, stand da drauf. Ah, okay. Also mit der Brille hat man 1,6 Promille, ohne Alkohol zu trinken. Genau. Und ja, heute, entschuldigt meine Stimme, Leute, ich bin ein bisschen krank. Vielleicht hört man das, auf jeden Fall egal. Hier machen wir ein Challenge Fahrradfahren mit der Alkoholbrille. Genau. Und wir haben noch einen Fußball. Da gehen wir gleich aufs Fußballfeld und ballern ein bisschen aufs Tor, machen Lattenschießen und so einen Scheiß. Genau, Mann. Ja. Und ja, womit fangen wir an? Fußball oder Fahrrad? Was sagst du? Ich würde sagen, machen erstmal Fahrrad, oder? Okay, fangen wir damit erstmal an. Lego. Ja. Um uns langsam ranzutasten, fangen wir erstmal mit der Challenge an. Und zwar, da hinten diagonal zu dem anderen Eck tue ich jetzt den Ball. Das ist dann das Ziel. Wir müssen dann mit der Alkoholbrille, mit dem Fahrrad bis zum Ball fahren. Ist jetzt eigentlich, hört sich erstmal einfach an, aber ich bin gespannt, wie schwer das ist, damit tatsächlich Fahrrad zu fahren. Ja, wir müssen ja so gucken, wie das ist damit. Und dann können wir auch noch schwere Challenges machen, falls es easy ist. Genau, ich stecke den Ball kurz dahin. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt los. Okay, da hinten, hinter Calvin liegt der Ball jetzt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und dann geht's ab hier los. Wer fängt an? Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Komm, im Laufen. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnell. Schnack, Schnuck. Bam, ich hab gewonnen. Willst du anfangen oder erstmal zurück? Ja, komm, ich fang an. Alles klar. So. Ja, die Brille? Zieh mir jetzt mal die Brille hoch. Ich hab die ausziehen. Oh, Scheiße. So. Okay. Alles klar. Nein, wie ist die Sicht? Boah, das ist hart, Alter. Es kommt. Ist schon ja, aufs Fahrrad kommt, das muss genauso stehen. Genau, das bleibt genauso. Boah, das ist doch härter als gedacht. Ja, bin ich mal gespannt. Okay. Ich werde gleich mit dir mitlaufen. Da ist das Rad. Drauf da. Genau. Hier geht's los. Boah. Boah, Radfahren wird richtig hart. Man könnte es auf die Schnauze legen, was so nebenbei, Leute. Ja. Und let go. Okay. Da hinten ist das Ziel. Ich fahr richtig. So. Boah. Ja doch. Easy. Okay. Scheint doch leichter zu sein als gedacht. Da ist der Ball. Okay, hast du easy geschafft. Yes. Stark. Ja doch, wenn man einmal, das Schwierigste war, aufs Fahrrad zu kommen. Okay, dann fahr ich mal zurück. Okay, okay, so. Gleiche Bedingungen auch für mich. Fahrrad ist abgelegt, Brille auf und go. Okay. So, und dann fahren wir mal los. Das ist der Ball, Leute. Oh. Ja, ich seh dich schon. Ich war lange schon auf dem Rad, ey, soll ich sein. Folgen die Reifen, sind richtig platt. Ey, sind sehr platt. Ja, da hinten ist er. Und easy? Ja, doch, ist aber einfach. Ist easy, okay. Erste Challenge erstmal zum Aufwärmen. Yeah. Bock. Ja, easy geschafft, okay. Bis jetzt Gleichstand 1-1. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schon mal zum Lattenschießen. Genau, auf Fußballplatz. Yes. Let's go. So, auf das Tor hier werden wir spielen. Das ist richtig heiß, ne? Sehr heiß, Mann. Einfach 30 Grad. Hier ist das Tor. Von wo? Ich würde sagen, wir machen eine Linie. Ja. Was meinst du von wo? Sagen wir mal von. Machen wir Lattenschießen oder einer steht im Tor? Lattenschießen erstmal. Okay. Fragen von hier. Linie. Okay. Ja, okay, erstmal Lattenschießen von da. Das ist ein ordentlicher Abstand. Ja. Kann man schon mal machen. Ja, machbar. Aber müsste machbar sein. Der Ball ist ja relativ gummihaft. Jetzt fängst du an, würde ich sagen. Alles klar. Und wir gucken erstmal, wie viele Versuche wir brauchen. Entweder wer erster die Latte trifft. Also wer macht, wer erster die Latte trifft? Wer erster die Latte trifft. Wenn du jetzt gewonnen hast, habe ich natürlich noch eine Chance. Genau. Ansonsten steht es 1-1, ne? Okay, wer erster in Führung geht sozusagen. Ja, kann man so sagen. Ne? Okay, perfekt. Ah ja, am Ende gibt es natürlich wieder eine Strafe. Ja, Mann, eine Strafe. Ja. Und go. Guck, ob du an die Wand kriegst. Das ist auch.
Richtig schwer, Mann. Okay, nice. Ja, okay, dann macht Sinn, wer erster die Latte trifft. Ja. Bis einer gewinnt. So, Marvin jetzt dran. Sollen wir machen? Wir müssen uns erst umdrehen. Okay, krass, ja. Dann anziehen und dann so. Ja, okay. Ich vorher sehen dürfen, wo der Ball ist. Ja, ja, okay, gute Idee. Schwerer ist. Okay, ready? Ready. Das ist schwer. Alter. Das ist wirklich schwer, ne? Hey. Scheiße alles hier. Alter, Katastrophe. Okay, das wird eine lange Challenge. Mann, versuch's mal. Du hast gesagt, mit einem Auge zu eventuell, ne? Ja. Nein! Boah, das geht gar nicht mit einem Auge zu. Das ist schwierig, ne? Alter. Ready? Ready? Go. Alter! Ich hab die Augen zugemacht komplett! Lava! Komplett gut geschafft! Ach, full daneben! Okay, sagen wir, wir dürfen jetzt am Anfang gucken, wo der ist. Na gut. Ja? Alles klar. Wir sehen, wo der ist. Dann müssen wir anziehen. Ja. Das bringt mir auch nicht viel, aber. Ah, okay. Ich sag mal, wird schon besser. Vergiss es, Mann. Ich habe komplett die Augen geschlossen, aber bringt nichts. Bringt nichts. Du musst schon gucken. Muss einfach abschätzen. Ja, muss einfach öfter schießen. Oh, hochbekommen auf jeden Fall. Das war der beste Schuss bis jetzt, Mann. Leute, ich treffe jetzt. Ja, triffst du jetzt? Komm. Challenge ist vorbei, okay? Komm, sei leiser, Alter, triffst gar nichts. Okay Leute, hier ist jetzt jeder durchgefallen von uns. Es steht immer noch 1-1. Yes. Und zwar werden wir jetzt von dem Abstand da an diese Bushaltestelle schießen. Wer zuerst in die erste? In die? Genau. Okay. Wer zuerst trifft, hat sofort gewonnen. Wieder von der Linie? Genau. Da rein oder wenn er hat? Wer rein trifft, hat dann sofort gewonnen. Okay, und wer näher dran ist sonst? Und wer näher dran ansonsten. Okay. Ja, wenn einer trifft, hat der andere noch die Chance dann auch nochmal zu schießen? Ja, ne? Klar. Okay Leute. Geht los. Mit gucken oder ohne? Kurz gucken. Nee, umdrehen. Okay, umdrehen. Anziehen. Anziehen. Nee, jetzt schieß. Go. Ganz schlecht. Du musst hier markieren, wo das war. Ja, ich bin da hin. Ja, das ist schlecht, das schaffe ich easy. Markier. Umdrehen. Und da rein. Wow. Oh, wow, oh, der ist schon näher dran. Gewonnen, würde ich sagen. Da hast du ganz klar gewonnen, Mann. Wer ist da raus? Ja, der ist fast dran. Okay, der ist auf jeden Fall. 2-1 für dich. Oha, der rollt noch. 2-1 für dich. Next Challenge. So, jetzt eine Slalom-Fahrrad-Parcours-Challenge auf Zeit. Hier mit einem kleinen Slalom bereitgelegt. Ist schön eng. Das wird richtig schwer. Das wird mal schwer. Hier müssen wir Slalom fahren. Boah, das wird schwer. Wo geht das überhaupt? Zack. Ja, man kann muss man halt große Runden drehen. Ja. Aber ist machbar. Hier, also man kommt eh von da, dann wieder zurück und bei der Mülltonne abschlagen. Bei dieser Mülltonne da vorne, ne? Hier darf man nicht auf die Wiese gelangen, man muss auf dem Stein bleiben. Genau, auf diesen Stein da. Genau, auf der Mülltonne in der Mitte, ne? Ja. Okay, würde ich sagen, okay, ich bin dran, glaube ich jetzt. Alles klar. Dann steht 2-1. Genau. Für wenn dich. Ich gewinne, habe ich eh gewonnen. Wenn nicht, unentschieden, müssen wir Stechen machen. Yeah. Okay, da go. Auf Position. Okay Leute, der Mülltonne ist der Start. Wie gesagt, dann muss Marvin da hinten rum, auf den Steinweg, Slalom und wieder zurück und hier abgeschlagen. Genau. Ich gehe ganz halt mit dir mit. Ja. Und ich würde sagen, und go. Oh shit. Oh shit. Man darf nicht auf Wiese, ne? Ne. Boah, das Ladung ist hart. Boah, scheiße. Ah, nein. Ich kann. Du warst auf der Wiese. Okay, einmal abgesetzt und weiter. Muss ich meine Beine auf Fahrrad haben? Ja. Boah, wie soll das gehen? Ja. Nicht schlecht. Wow, geschafft. Ladung geschafft. Okay. Ja.
Start. Weiter, 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 weiter. Sauber. Okay, Leute, ich bin dran. Yes. Zieh an. Und go. Ich bin echt wieder besoffen, der Fahrer. Ja, ja. Wow. Okay. Wow. Hä? Wow. Boah, schon auf Wiese. Alter. Ich dachte gerade, die Wiese ist gerade verrutscht. Alter, warte mal. Schon mal dickste Minuspunkte. Slalom-Pock, Bro. Ja, Junge. Wolltest du auf Wiese die ganze Zeit fahren? Hier sind wir, Alter. Hey, was machst du? Junge, bist du blöd? Okay, du hast komplett verkackt. Richtig verkackt, Digga. Leute, ich habe wenigstens den Slalom noch geschafft. Ich würde sagen, du hast komplett verkackt. Ey, ich bin so irritiert worden, weil die Wiese, das sah so aus, ob die sich bewegt hätte, Mann. Alter, okay. Die Wiese ist krass. Ich würde sagen, 2-1 für mich. Ja, Mann. Das heißt, du bekommst die Strafe. Ja, was ist die Strafe? Hast du schon eine? Ja, überleg ich mir kurz. So, ich habe eine Strafe für dich, ne? Die wäre? Und zwar, gehst du jetzt zu dem Mülleimer, ey. Holst dir was raus immer, und leckst das einmal ganz kurz ab. Ey, ist doch eklig, Digga. Einmal ganz kurz, zack. Ist doch eklig, Mann. Boah. Den Mülleimer oder den da hinten? Den blauen hier, der schön zu ist. Sack hier. Die Bakterien da schön versauern. Da war einer eingeschissen, Leute. Guck mal, ob überhaupt was drin ist. Ja, das ist so. Kannst du auch so ein Taschentuch, wow, Folie, Alter. Was auch immer. Ey. Weil die Rotz waren, Digga. Einmal ablecken, ganz kurz. Also einmal Zunge dran halten. Ja, richtig hier. Ja. Okay. Ah, Digga. Ja. Leute, das war die Strafe und die Challenge. Und? Ich hoffe, du wirst nicht krank wie ich jetzt. Leute, ich würde sagen, das war's mit der Alkohol-Brill-Challenge. Yes. Viel mehr so Challenge. Gebt einen fetten Daumen hoch. Und schreibt in die Kommentare, was wir noch für Challenges machen können oder auch Strafen. Schreibt Strafen auch mal in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr uns gerne folgen auf Instagram. Einmal hier Marfit und Kelvin Fittig. Folgt euch auf Flössen Stand. Yes. Wenn ihr wollt, checkt gerne unsere Merch-Up ab. Erster Link in der Beschreibung, gibt's coolen Stuff. Ihr wisst Bescheid. Und noch schöne Grüße an Nico. Bam. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch kurz gegrüßt werden wollt, müsst ihr einfach nur abonnieren. Direkt wenn ihr auf das Glöckchen klicken, dann auf aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes, dann schreibt in die Kommentare, Hashtag Glocke aktiv, wenn wir sehen, ob die Glocke aktiviert. Genau, mit ein bisschen Glück bleiben wir hier wieder. Eine Grüße euch. Ansonsten würde ich sagen, bis morgen. Peace.